Wir haben jetzt, keine Ahnung, kurz vor 7 rum. Ich habe gerade schon Zähne geputzt. Ich habe mich gestern nicht mehr abgeschminkt, wie ihr seht. Gestern, nachdem ich den Vlog beendet habe, kurz danach, hat Domi tierisch geschrien. Und ich habe gedacht, was ist jetzt los? Bin halt zu ihm hin, habe gedacht, ne, Nuki wieder verloren, irgendwas geträumt, aber nein. Er war auch ganz warm und dann habe ich ihn halt erstmal mit rausgenommen, damit der Hanna nicht weckt und ihn dann gefragt, was er hat. Und er wollte es mir nicht sagen und er hatte sich dann aber so mal ans Ohr gefasst und habe ich gefragt, hast du Ohrenschmerzen? Dann hat er einmal ja gesagt. Und dann habe ich halt gedacht, vielleicht hat er Wasser ins Ohr gekriegt, weil die Kinder waren ja baden gestern und der hat halt so, ja, wie Schwimmübungen quasi so in der Badewanne gemacht und ist natürlich dann auch mal ein bisschen mehr unter das Wasser gekommen. Da habe ich halt gedacht, vielleicht hat er Wasser ins Ohr, das ist ja unangenehm, ne? Aber er hat es danach nicht mehr gesagt, er wollte mir dann auch nicht sagen, was er hat. Und ja, ich habe ihn mehrfach gefragt, was er hat und er hat aber nur geweint und ja, dann habe ich ihn gelassen, hat er sich auf die Couch erstmal ein bisschen so hingelegt, hat aber nicht geschlafen, hat zwar die Augen zugehabt, aber war wach. Also ja, er hat auch ein bisschen, also er hat, glaube ich, ein bisschen Blähungen dann gehabt und ich weiß nicht, ob er vielleicht Bauchweh hatte. Ja, ich weiß es nicht. Als der Jürgen dann runterkam vom Sportmann, ist er auch sofort aufgestanden und sagt, Papa hoch und er wollte dann hoch ins Bett und der Jürgen hat ihn dann hochgetragen und hat aber hier unten dann noch Sport gemacht, der Jürgen, an der Treppe, so, er hat so Seile, wo, die er so da dran bindet und so. Und dann ist er auf Domi, ein paar Minuten später halt hysterisch wach geworden, hat total geweint und der Jürgen sagt, hast du dich erschreckt, hast du das gehört? Und der wohl ja gesagt, aber irgendwie glaube ich das nicht so richtig, irgendwas anderes war da, der hat bestimmt irgendwas. Er hat der Jürgen ihn wieder ins Bett gelegt und ich bin dann ins Bett um, boah, es war glaube ich schon halb 12 oder sogar schon fast 12. Und hat dann halt Nachtlicht angemacht und dann war er auch direkt knöterig und habe ich ihn halt gestreichelt und fühle ihn so über den Rücken und denke, boah, der ist ganz schön warm und fühle halt was darunter, weil der klatsche nass. Und er hat halt auch gehustet und ich nehme mal an, dass er halt durch den Husten seine Blase nicht kontrollieren konnte. Also das nehme ich jetzt mal an, weil er hat dann halt ins Bett gemacht. Das ist jetzt nicht schlimm. Kann passieren. Ja, aber ich weiß nicht, wir mussten ihn dann halt erstmal nochmal umziehen, weil er war klatschnass und das Bett erstmal abziehen und so. Und ja, und dann war der natürlich auch am Weinen und ich bin mal gespannt. Also ich ziehe mich jetzt gleich erstmal an und dann gehe ich hoch und guck mal. Also er hat ja jetzt bei uns geschlafen dann, ob er denn überhaupt wach wird. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich den heute in den Kindergarten schicke, weil er jetzt auch nicht so wirklich gut geschlafen hat. Und ja, muss ich mal gucken. Ihr werdet es dann später sehen. Okay, ich mache mich dann jetzt erstmal fertig. So, ihr Lieben, wir sitzen in der Küche und frühstücken. Da hinten ist Dominik, auch noch im Schlafanzug, aber er geht in den Kindergarten. Ich hatte zwar erst gedacht, als er runterkam, er geht nicht, er war total müde und er sieht ja auch immer noch müde aus. Aber er hat ein bisschen auch was gegessen und ich glaube, er möchte auch in den Kindergarten, also geht er auch. Aber er ist ein bisschen schnupfig und er hustet auch immer noch. Aber Hanna ist, glaube ich, auch ein bisschen schnupfig. Die ist da unten. Aber die ist total gut gelaunt. Und ich habe hier irgendwie mit meinen Haaren, seht ihr das? Ich muss gleich doch mal mit dem Glätteisen noch da drüber gehen. Ja, genau. Also ich trinke jetzt noch mein Käffchen aus. Und dann ziehe ich Dominik an und dann geht's in den Kindergarten. Schon kurz vor 8. Ne, Müsli gibt es jetzt nicht mehr. Du hast dein Äpfelchen gegessen. Und dann kannst du gleich im Kindergarten ein Brot essen. Und deine Mandarine. Doch. Doch, Schatz, das ist jetzt sonst zu spät. Ich habe dich vorhin gefragt. Da wolltest du kein Müsli, du wolltest nur Apfel. Naja.
Wir machen uns fertig und ich melde mich einfach später nochmal. Ich will auch vergessen. Sagst du Tschüss bis heute Mittag? Sagst du Tschüss bis heute Mittag? Ach, du bist ein Quatschkopf. Achso, er ist gut gelaunt, ihr seht. Huhu. Wir haben jetzt 20 vor 10. Und ich weiß gar nicht, ob ich heute Morgen schon gesagt habe, dass wir heute Donnerstag haben. Heute ist der 12.10. und der Archibald macht irgendeinen Unsinn im Papiermüll. Archibald, was machst du denn da? Komm mal da raus, komm. Komm. Die ist einfach zu langweilig. Ja, ich habe jetzt gerade eben schon gespült und die Hanna ins Bett gelegt. Die war schon wieder ganz müde. Sieht auch ein bisschen schnupfig an. Ja. Und ich habe jetzt vor, habe ich ja gestern schon gesagt, Brei zu kochen für Hanna. Ich weiß noch nicht, also ich habe Möhren, Pastinaken, Zucchini und Kartoffeln. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich es mische, weil Pastinake und Zucchini hatte sie ja jetzt vorher noch nicht. Ja, weiß ich noch nicht so genau, wie ich es mache, ob ich dann erstmal Möhre und Kartoffel separat mache oder ob ich dann Kartoffel und Pastinake separat und Möhren und Zucchini zusammen, weil Zucchini ist eigentlich nicht, ist eigentlich nicht so was Unverträgliches. Aber Pastinake war bei Domi schwierig. Allerdings hatten wir die von der Omi aus dem Garten und die war ein bisschen scharf. Ich hoffe jetzt, dass die nicht so scharf sind. Also werde ich wahrscheinlich Pastinake dann mal separat mit Kartoffeln machen. Genau, dann sehe ich da auch den Unterschied zu dem anderen dann. Ja, und dann werde ich im Anschluss auch noch Kartoffeln für uns hier, für uns Erwachsenen und Domi für heute Abend kochen. Denn bei uns gibt es heute Abend Kartoffeln für mich mit Rotkohl und für die Männer mit Bohnen. Und Rouladen, da hatte ich mal so richtig Lust zu. Das ist ja so ein Herbst-Winter-Essen, das isst man ja sonst so im Jahr nicht. Und wir essen das sonst eigentlich hauptsächlich so zu Weihnachten. Und selten so sonst im Jahr, aber ich hatte jetzt so Lust dazu. Der Jürgen muss mir nur nachher Rotkohl mitbringen. Hat er nämlich gestern vergessen. Ja, und genau, und dann mache ich das jetzt gleich. Ja. Ich glaube, ich filme das jetzt nicht. Könnt ihr mir ja da. Also ich filme es jetzt nie. Ihr könnt mir aber mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es toll gefunden hättet, wenn ich es mitfilme. Aber meine Videos werden dann immer so lang. Deswegen, ja, filme ich es jetzt nicht. Ich habe es euch gesagt. Und ich sage, wir sehen uns später wieder. Ciao. So, ich bin mit dem Brei jetzt fertig. Ich habe ungefähr ein Stündchen gebraucht. Also ich habe jetzt hier noch, da war eigentlich der Pastinake mit Kartoffeln nur. Ich habe den aber probiert und also mir schmeckt der gut, aber ich glaube, dass das doch ein bisschen sehr scharf auch ist. Deswegen habe ich jetzt die Reste von dem Möhren Zucchini-Kartoffel mit da reingemischt. Deswegen ist der jetzt auch sehr orange geworden. Und der war auch sehr fest, also ich brauchte sowieso noch ein bisschen was, was ich reintun kann. Das ist jetzt nur Möhre, Kartoffel, Zucchini. Zwei Pöttchen sind größer, die gibt es dann heute und morgen, die kommen so in den Kühlschrank, der Rest kommt ja in die Tiefkühltruhe. Und in der Spülmaschine habe ich jetzt gerade im Schnellspülgang noch von diesen kleinen Döschen, weil die hatte ich jetzt nicht mehr frisch gespült, die haben wir mal ein bisschen eingemottet, weil wir brauchten die ja nicht mehr so viele, dass ich dann gleich den anderen noch verteilen kann in Pöttchen. Und wie gesagt, dann kommt das in die Tiefkühltruhe. Für uns heute Abend habe ich auch schon die Kartoffeln geschält. Hanna ist auch wieder wach. Die ist am Essen. Und die hat auch nur ein halbes Stündchen geschlafen ungefähr. Also ein bisschen Powernapping gemacht. Dann koche ich gerade noch, habe ich gerade noch Wasser abgekocht. Und ich mache jetzt noch dann die Rouladen fertig. Die muss ich noch machen, das habe ich noch nicht gemacht. Und dann bin ich mit Vorkochen und so weiter fertig. Und dann... Oh, Hanna ist die Flasche gerade rausgefallen. Genau, und dann muss ich das Katzenklo noch machen. Und Archibald muss noch ein Häufchen machen, der hat heute. Also ich habe es zumindest noch nicht mitgekriegt, weil ich bin ja noch am Kot sammeln. Ich habe ja gestern erst angefangen.
Und ich muss heute noch, habe ich noch gar nichts gesammelt. Ich muss ja zweimal am Tag und ich hoffe, das klappt morgen Vormittag gut, weil ich will das ja morgen dann noch wegbringen und mal schauen. Gut, dann begebe ich mich jetzt mal an meine Rouladen und sage bis später. Das ist Herbstwetter, was ich liebe. Die Sonne scheint, der Wind weht. Es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt, richtig toll. Ich gehe jetzt gerade mit Hanna so eine kleine Runde um den Kindergarten quasi ist das rum. Wir sind mit dem Auto gefahren, weil ich jetzt nicht genau wusste, wie Domi so drauf ist. Aber ich wollte gerne so ein bisschen wenigstens rausgehen. Und ich weiß nicht, ob Domi nachher vielleicht noch Lust hat, weil wir wollten ja noch mal zu den Hirschen. Und wie das Wetter so wird, weil die Wolken ziehen so ein bisschen auf. Ja, deswegen habe ich gedacht, wenigstens mal so ein kleines Ründchen an der frischen Luft. Ja, gut. Wir sehen uns später wieder. Pilze, ihr Lieben. Ich muss die Domi nachher zeigen. Der liebt doch so Pilze. Deswegen habe ich die jetzt für euch auch gefilmt. So, jetzt sind wir hier im Kindergarten und warten. Wir haben noch eine Viertelstunde. Wir sind ein bisschen früh. Aber das macht nichts. Eine Viertelstunde länger, die wir an der Luft sind. Na, na, raus. Kuckuck. Mäuschen. Kuckuck. Irgendwas fasziniert sie. Ach, ich glaube, die Blätter von dem Baum über mir, die sind schon verfärbt in Gelb. Und die bewegen sich. Das ist interessant, ne? Und sie ist, glaube ich, auch ein bisschen müde, weil heute Vormittag hat sie nicht so viel geschlafen. Sie war mir natürlich eben wieder eingeschlafen, kurz bevor wir los mussten. So, wir haben den Dominik abgeholt. Schaut, da hinten sitzt er. Er hat Schnupfen, er hört sich ein bisschen schnupfig an. Sagst du Hallo? Sagst du Hallo? Hallo. Hallo. Aber es war wohl ganz gut im Kindergarten. Ja, wir fahren dann jetzt. Ja, Hanna, wir fahren doch jetzt. Wir fahren dann jetzt mal nach Hause und melden uns dann wieder. Kuckuck. Kuckuck. Ja, wir sind jetzt schon eine Weile zu Hause. Ich werde TikTok. Tick geht an. Wir haben jetzt schon gleich 3:30. Dominik möchte einen TikTok. Hat schon vorhin einen Eukalyptusbonbon zur Hälfte gelutscht. Ja, mein kleiner Mann ist wieder ein bisschen erkältet. Hanna schläft. Die hatte ich ja vorhin schon gesagt, heute Vormittag nicht so wirklich viel geschlafen. Ich habe gerade kein Handyhalter, deswegen muss ich mal gerade hier gucken, dass sie uns auch beide sehen können. Ich kann auch gucken. Ja, du kannst doch gucken, Schatz. Nee. Du siehst dich doch. Ich sehe dich doch auch. Nee. Ja, gleich muss ich ja dann mal anfangen, die Rouladen anzubraten, dass sie ein bisschen ziehen können in der Soße. Ne, Jürgen kommt ja schon bald. Eine Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde. Och, Dominik, Quengel. Ich muss hier kein Video. Nein, nicht drücken. Ich hab's, einmal habe ich es auch heute schon geschafft, vom Archibald was zu sammeln. Vorhin habe ich ihn leider verpasst. Dominik, nicht quengeln. Nein, nicht quengeln. Video. Dann mache ich halt alleine Video. So. Habe ich ihn eben leider verpasst, aber vielleicht schaffe ich es ja dann gleich nochmal. Heute Abend, der geht bestimmt nochmal heute. Ich will den Archie filmen. Den Archie? Da ist der Archie. Archie gefilmt. Ja, ich hätte wahrscheinlich doch mit ihm nach Hause laufen können, aber ich glaube, der ist doch relativ fit. Guck mal, was der da macht. Eibein. Ja, Eibein. Aber ich konnte es jetzt ja nicht wissen. Und ja, morgen soll es ja noch besser werden und glaube ich auch nicht so windig, zumindest bei uns nicht so windig. Dann ist das sowieso besser, weil wie gesagt, wir wollten ja dann zu den Hirschen, dann machen wir das morgen. Ja. Gut. Dann brate ich gleich mal das Fleisch an und gebe dem jungen Mann jetzt erstmal einen Tic-Tac. Tata, Papa. Ok.
Okay, ihr Lieben. Bis später. Der Dominik verfolgt mich. Der Dominik wollte mich abhören. Jetzt läuft er wie ja, hier rum einfach. Ich habe nur gesagt, ich möchte nicht abgehört werden und seitdem läuft er hinter mir her und jetzt läuft er aber trotzdem nur einfach im Kreis hier rum. Hat schon Schlafanzug an, wir haben zwar erst kurz nach 7:30, aber habe ich gerade schon mal erledigt. Er hat heute wieder... Oh nein, jetzt hört er mich doch ab. Oh oh. Er hat vorhin wieder geschnitten hier. Ja. Ich will noch was sein. Nein, heute nicht mehr, Dominik. Wir spielen, können gleich noch irgendwas anderes spielen, aber heute wird nicht mehr geschnitten. So. Hanna hat eigentlich auch, die hat vorhin Brei bekommen erst und hat eigentlich auch ganz gut gegessen. Und Jürgen zieht sie gerade um, Schlafanzug an und die war ganz müde, wollte sie mal hinlegen. Es ist zwar eigentlich ein bisschen früh, aber mal gucken. Werden wir sie nachher nochmal wecken oder was? Domi, was habe ich denn gerade gesagt? Bevor du die Duplos da rausziehst, räumen wir erst hier auf. Ich kann auch das hier auf den Boden machen. Ja, kannst du, aber wir räumen erst das andere auf. So, ich muss euch jetzt mal beiseite legen, weil sonst schüttet er hier das aus, obwohl ich gesagt habe, wir räumen erst auf. Ja, Domi, wir räumen erst auf. Okay, ich sage bis später. Und wieder melde ich mich am Abend noch von der Couch. Tja, ist halt so, abends sitzt Mama auf der Couch, guckt entweder Fernsehen oder ja, relaxt einfach vom Abend. Kinder sind beide im Bett, schlafen hoffentlich und diesmal wird Dominik hoffentlich nicht wieder rauskommen und quengeln. Jürgen ist nämlich gerade wieder hochgegangen zum Sport machen. Ich habe gerade mal so durchgesappt, aber irgendwie kommt gar nichts so richtig im Fernsehen. Entschuldigung, ich habe jetzt RTL 2 mal angemacht. Traumhochzeit zum Schnippchenpreis. Noch nicht gesehen, keine Ahnung. Und täglich grüßt das Murmeltier, fühle ich mich gerade im Moment ein bisschen. Ich schneide schon wieder ein Video. Ist ja bei mir normalerweise nicht so häufig. Eigentlich habe ich sonst Videos eigentlich immer über den Mittag geschnitten, wenn ich es geschafft habe. Aber im Moment komme ich mittags irgendwie nicht so dazu, mir den Laptop zu schnappen und da irgendwas zu machen. Deswegen abends und da ich mich im Moment doch so ein bisschen daran probiere, mal jeden Tag für euch mitzuvloggen, außer am Wochenende. Also am Wochenende werde ich es wahrscheinlich nicht machen, weil ich habe es ja schon erwähnt, dass es ja mit Jürgen noch so ein bisschen, ja, Jürgen ist ja noch so ein bisschen schüchtern und außerdem sind wir ja Wochenends ja meistens unterwegs, so bei meinen Eltern oder bei seinen Eltern und die möchten ja nicht gefilmt werden. Und dann ist das immer so ein bisschen schwierig und ich möchte die halt auch nicht dann immer verpixeln und so. Deswegen vloggen wir dann halt ja nicht so mit oder ich vlogge dann nicht so mit. Und deswegen werde ich mich jetzt mal so ein bisschen daran versuchen, unter der Woche mit zu vloggen im Alltag. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet oder ob ihr sagt, ach nö, das muss eigentlich nicht sein. Jeden zweiten Tag würde mir auch reichen oder einmal in der Woche. Würde mich freuen, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreibt. Und genau, ich, wie gesagt, werde jetzt noch für euch einen Vlog schneiden, der ist von gestern, von Mittwoch und morgen kommt dann wieder der von heute und tada, 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 ist immer so weiter. Ja, wie gesagt, außer am Wochenende, da kommt dann nichts. Ja, gut, ich würde mich dann von euch, für heute von euch verabschieden. Und sage bis morgen, ihr Lieben. Tschüssi!